Was ist eigentlich Wissen? Wie wird es geschaffen? Erinnerst du dich, wie du gelernt hast, dir selbst die Schuhe zu binden? Ist das Wissen, das dafür notwendig ist, in deinem Kopf gespeichert oder steckt es in deinen Händen? Solche und ähnliche Fragen stellen wir in unserer Ausstellung Räume des Wissens. Wer legt eigentlich fest, was Wissen ist? Und wie wird Wissen erhalten und an spätere Generationen weitergegeben? Was kommt dir in den Sinn, wenn du über Wissen nachdenkst? Wissenschaftliches Wissen ist mehr als nur geistige Arbeit. Häufig wird es auch mit unseren Händen geschaffen. Wir im Forum Wissen, dem neuen Wissensmuseum der Universität Göttingen, laden dich ein, zu erkunden, wie wissenschaftliches Wissen in unseren 12 Räumen des Wissens geschaffen wird. Dabei können wir auf die vielfältigen Sammlungen der Universität Göttingen zurückgreifen, mit ihrer eindrucksvollen Fülle an Objekten. Diese Objekte wurden im Lauf von ungefähr 350 Jahren gesammelt. Sie reichen von antiken Vasen über lebende Algen bis hin zu Instrumenten zur Vermessung der Welt. Werde selbst zur Sammlerin oder zum Sammler. Mit der Forum Wissen App kannst du die verschiedenen Ausstellungsstücke aus unterschiedlichen Bereichen entdecken. Eines unserer Hauptziele ist es, zu zeigen, wie Wissen geschaffen wird. Dabei betrachten wir die Objekte aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir wollen zeigen, wie sich Wissen im Lauf der Zeit verändert, dass es immer auch den jeweiligen Machtverhältnissen unterworfen ist und auf gesellschaftlichen Wandel reagiert. Außerdem entsteht Wissen oft aus der Debatte, der Diskussion heraus. So vielfältig wie die Ausstellung ist auch unser Team. Studierende aus vielen verschiedenen Ländern und ganz unterschiedlichen Studienbereichen, die mit den BesucherInnen vor Ort in Austausch kommen. Wir laden dich ein, deine Perspektive mit uns zu teilen und mit uns und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Komm vorbei, lass es dir gut gehen. Es ist ganz einfach und es ist umsonst. Schau mit uns hinter die Kulissen der Universität Göttingen. Gut möglich, dass deine Vorstellung davon, wie wissenschaftliches Wissen geschaffen wird, völlig auf den Kopf gestellt wird.